Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen-Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf den Monat April 2024. Schauen, welche Nachrichten die geistige Welt für euch bereithält. Und es ist immer noch so, wie einige von euch ja wissen, ich war erkältet. Ich huste immer noch so ein bisschen ab, also bitte nicht wundern. Gerade wenn ich länger spreche, kann das passieren. Seid ihr davor gewarnt. Dann zu den Monatslegungen an sich. Die Kanalmitglieder haben Zugriff auf die erweiterte Monatslegung April. Das heißt also, ihr werdet dann sehen, am Ende des Videos gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die erweiterte Legung. Dann endet das Video. Kanalmitglieder klicken einfach auf die Playlist Kanalmitglied und suchen sich da ihre Sonnenzeichen, Aszendent, Mond, Venus raus. Da könnt ihr die erweiterte Legung als Kanalmitglied dann anschauen. Und wer kein Kanalmitglied werden möchte, auch gar kein Problem, dann klickt ihr einfach auf den Link zu meinem Shop. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Da findet ihr dann die erweiterte Monatslegung für eure Zeichen. Da ich letztens Anfragen bekommen hatte, es wäre die gleiche Legung, nein, es ist die komplette Legung. Ja? Also da werdet ihr nochmal das sehen, was für alle frei verfügbar ist, spult da einfach vor. Also da kommt dann danach noch was. Genau. So, und dann wird es bald in meinem Shop ein Produkt geben, ein ganz, ganz großes. Da arbeite ich seit einigen Wochen, Monaten tatsächlich schon dran. Das ist jetzt so in der finalen Phase für all diejenigen, die gerne ihren Herzmenschen wieder an ihrer Seite hätten. Da habe ich mir was Schlaues ausgedacht. Und das werdet ihr dann aber sehen. Das kündige ich dann nochmal extra an. So, das gesagt, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für den Monat April. Vielen Dank. So, meine lieben Steinböcke, kurz aus aktuellem Anlass, weil ich es einfach immer mal wieder lese in den Kommentaren. Das, was hier liegt, ist das Abbild von Energien, die geflossen sind, beziehungsweise Energien, die geflossen sind, die zu einer Wahrscheinlichkeit führen, was in der Zukunft so eintreten kann. Ihr seid dem nicht ausgeliefert. Ne? Das ist hier nicht euer in Stein gemeißeltes Schicksal, was hier liegt, sondern ihr seid damit, ich sag jetzt mal, vorbereitet auf das, was kommen könnte und könnt dann dementsprechend natürlich intervenieren. Ja? Also, wie gesagt, ihr verliert nicht euren freien Willen. Es ist nicht euer in Stein gemeißeltes Schicksal, egal ob bei einer allgemeinen Legung oder bei einer persönlichen. So, eure Hauptenergie, der König der Kelche im April. Ja, sehr schön. Liebe, 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 Kreativität, sehr im Gefühl sein, aber auch sich seiner Gefühle sehr klar sein, sehr bewusst sein. Ne? Also ihr seid euren Gefühlen nicht ausgeliefert, ihr seid sehr fühlend, bewusst fühlend. Es kann sein, dass das ein Monat der Liebe für euch wird, ein Monat der Fülle, ein Monat, in dem ihr auch wieder merkt, wow, ich kann auftanken, ich komme wieder zu Kräften. Es gibt ja aber auch Steinböcke, die sich gewisse Träume erfüllen. Ja, Wünsche, etwas, was schon lange auf der Agenda steht, was euch wirklich glücklich macht, was euch erfüllt, das bringt ihr ins Leben. Das kann ein kreatives Projekt sein. Das kann aber auch sein, dass ihr ja euch irgendeine Art von Wunsch erfüllt, der euch ja erfüllt. Sehr schön. Liebe, Liebe, Liebe für die Steinböcke im April auf die ein oder andere Art und Weise. Ihr habt auch eine sehr, sehr schöne Ausstrahlung. Ja? So Steinböcke, die da so im Gefühl sind und in ihrer Selbstliebe und ihr Leben leben und sagen, so, jetzt komme ich und ich mache es mir hier noch schön auf dieser Welt. Die strahlen das natürlich aus. Das heißt also, ihr könnt einen Raum betreten und ihr bleibt auf jeden Fall nicht unbemerkt durch euer Strahlen, durch eure Energie. So. Dann gucken wir mal, wo kommt ihr her, aus welcher Situation? Wir haben die Acht der Kelche, den Stern auf dem Kopf. Ja, ihr habt etwas oder jemanden hinter euch gelassen, verlassen in der Vergangenheit. Ja. Der Stern steht für die Zukunft, die erfüllte Zukunft. Also hier hat man
ja, eingesehen, sage ich jetzt mal, akzeptiert, anerkannt, okay, diese Zukunft, so wie ich sie mir vorgestellt habe, funktioniert so nicht. Ihr habt auch etwas oder jemanden hinter euch gelassen, dieser Mensch oder was auch immer ihr dahinter euch gelassen habt, das war euch sehr viel wert. Ja, also da waren viele Gefühle, tiefe Gefühle. Das war mal eine sehr erfüllende Zeit. Das hat euch wirklich was bedeutet. Das ging euch nah, das ging euch tief. Ja. Aber ihr habt gesagt, nee, diese Kelche, ich benutze gerne den Ausdruck, das süße Gift, ja, also hat lecker geschmeckt, aber mich trotzdem nach und nach vergiftet. Dementsprechend muss ich mich jetzt von dem, was mich da mal so erfüllt hat, von der Person, die mich mal sehr erfüllt hat, verabschieden. Es ist auch durchaus möglich, dass hier einige Steinböcke, ich sage mal, ja, verlassen worden sind, einige Steinböcke vielleicht sogar geghostet worden sind und damit ist natürlich hier eine Zukunft, die ihr euch erträumt habt, die ihr euch gewünscht habt, die ihr euch aufbauen wolltet, ja, in die Brüche gegangen. Und ich kriege ja auch rein, dass einige Steinböcke an dem Punkt waren, wo sie nicht mehr wussten, wie sie es überhaupt schaffen, morgens aufzustehen. Gegenwärtige Situation bis nahe Zukunft. Wir haben das Rad des Schicksals auf dem Kopf, die drei der Kelche auf dem Kopf. Ihr scheint offenbar, also eine große Gruppe von euch scheint offenbar immer noch mit dem beschäftigt zu sein, ich sag mal Nachwehen, Konsequenzen, die das Ereignis in der Vergangenheit mit sich gezogen hat. Ihr haltet da irgendwie energetisch, gedanklich noch dran fest oder habt wirklich noch ja, Dinge zu regeln, die mit dem Ereignis in der Vergangenheit verknüpft sind. Das kann sein, dass es hier im Freundeskreis Ärger gab und ihr da immer noch, vielleicht lebt ihr in einer kleinen Dorfgemeinschaft oder in einem kleinen Städtchen, wo man sich halt einfach kennt, ja, wo auch andere noch mit reingezogen worden sind, einfach, ja, weil da geredet wird und ihr kriegt das noch ab oder mit. Es ist durchaus möglich, dass einige Steinböcke hier noch auf eine Abfindung warten oder auf die Auflösung eines Arbeitsvertrags oder müssen noch irgendwo arbeiten, obwohl sie da gar nicht mehr arbeiten wollen, warten da auf das Ende. Es ist auf jeden Fall angezeigt, dass euch das sehr viel Kraft kostet, da noch irgendwie durchzuhalten oder eben das gedanklich-emotional, was da passiert ist, zu verdauen. Das kann auch Vertrauensprobleme mit sich gebracht haben, dass ihr gerade keine Menschen so an euch ranlasst. Ja. Ihr betrauert auf jeden Fall was, beziehungsweise versucht etwas loszulassen. Es ist auch gut möglich, dass es hier Steinböcke gibt, die betrogen worden sind, also wo sich herausgestellt hat, der Herzmensch hatte eine Affäre. Und ja, also da nagt etwas an euch. Die gute Nachricht hier ist mit dem Rad des Schicksals auf dem Kopf tatsächlich, ihr könnt eine Situation, wenn ihr da jetzt durch seid, auch wirklich loslassen. Ja, also da ist wirklich ein Kapitel beendet, in dem ihr zwar noch irgendwie energetisch drin hängt, vielleicht auch faktisch, aber auf jeden Fall neigt es sich dem Ende, sodass ihr wirklich einen neuen Kurs einschlagen könnt. Entschuldigt, ich trinke mal gerade einen Schluck und dann klären wir, was da im April so auf euch zukommt. Und wir fragen, warum die 5 der Schwerter? Die 7 der Stäbe. Also, ihr geht in eine Bewertungsphase. Die 5 der Schwerter ist so die Frage, ja, gut oder schlecht, Sieg oder Niederlage. Was kann ich daraus mitnehmen, ja, um die Medaille umzudrehen, ja, also nicht nur auf die schmutzige Seite der Medaille zu gucken, sondern auch zu gucken, okay, was kann ich daraus lernen, ja, wie sieht die glänzende, polierte Seite der Medaille aus
was kann ich da an Wert rausziehen? Aber es ist generell auch ein, wen lasse ich noch an mich ran und wen nicht, Gefühl, was hier durchkommt. Und ihr setzt hier ganz klar Grenzen. Also ihr wollt euch nicht mehr bestehlen lassen. Ihr möchtet auch keinen Krieg mehr führen. Ihr möchtet euch nicht ausnutzen lassen. Dementsprechend hier mit den 7 der Stäben, da kommt eine Selbstverteidigungs-, fast schon Überlebensmechanismus in einigen Steinböcken auf im April, wo ihr sagt, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja, ich lasse mir nicht das letzte bisschen Kraft nehmen, ich lasse mir nicht das letzte bisschen Zuversicht nehmen. Ich lasse mir auch nicht mehr meine Gedanken manipulieren. Ja, ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann, wer ich bin, wer ich nicht bin, was ich will, was ich nicht will. Und wie ich vor allem, wie ich mich fühlen möchte und wie nicht. Und ich bin hier keine Minibar for free, wo sich jeder bedienen kann und mich danach einfach leer zurücklassen kann. Halt, stopp. Ja. Ihr steht für euch ein. Auch gut möglich, gerade hier die Abfindungsfraktion unter euch, dass ihr da nochmal auf den Tisch haut und dass ihr sagt, nee, also das ist ja weniger als das Minimum. Ja, oder Überstunden ausbezahlen zum Beispiel, wenn ihr dieses Team verlasst, wenn ihr diesen Job verlasst. Ich sehe hier auch Beziehungssituationen, in denen ihr steckt, wo es um Materielles geht, was hier noch durchdiskutiert wird, beziehungsweise wo ihr sagt, sehe ich auch gar nicht ein, ja, da jetzt friedvolle Kompromisse zu schließen, weil man mir schon so viel, weil du, ehemaliger Herzmensch, mir schon so viel weggenommen hast, ja, auch an Kraft. Und also da bewertet ihr, was gehört zu euch, was nicht und wer seid ihr und was kann man mit euch machen. Ja? Und ja, ich denke, die Bewertung hier, so wie es hier liegt, so wie es hier durchkommt, endet wirklich in klarer Positionierung und in Grenzen setzen. Also Grenzen werden hier nicht mehr überschritten, komme was wolle. Und auch da fragt ihr euch manchmal am Ende des Tages, ich muss mir mal auf die Schulter klopfen. Ich weiß nicht, woher ich diese ganze Kraft noch nehme. Aber ich merke langsam, ich komme von der Traurigkeit, von diesem tiefen Schmerz auch, den einige erlitten haben, in die Wut und nutze diese Wut als Brücke. Weil Wut ist ein Gefühl, das bringt mich in eine Art Selbstermächtigung. Das lässt mich stark fühlen im Vergleich zu ja, Traurigkeit. So, wir fragen weiter, warum die 3 der Schwerter auf dem Kopf. Wow. Steinbock, Steinbock. Die 3 der Schwerter auf dem Kopf, geklärt mit den 10 der Schwertern auf dem Kopf. 10 der Schwerter, für mich Phönix aus der Asche. Ja, jemand, der absolut niedergestreckt da liegt, mit 10 Schwertern versucht worden ist, ja, ausgelöscht zu werden. Erhebt sich und kommt nicht wieder als Zombie, sondern ja schneller, stärker, besser. Phönix aus der Asche eben. Und ihr befreit euch von diesen Angriffen, von diesen nagenden Gedanken, von dem, was euch passiert ist, was so sehr geschmerzt hat. Ihr sagt, nee, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich bleib liegen. Und zergehe im Schmerz und lass mich vom Schmerz niederstrecken. Oder aber ich mache mir bewusst, dass Narbengewebe stärker und stabiler und fester ist und nutze das für mich und stehe auf, erhebe mich. Das hier ist die Heilung. Es ist wirklich gut möglich, dass einige hier betrogen worden sind mit einer anderen Person. Das ist aber auch hier dieser Zusammenschluss gegen euch, ja, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht im Freundeskreis. Aber diese Wut, dieses Positionieren, und ich fühle hier gerade in dieser Intensität, ist es für einige Steinböcke tatsächlich auch das erste Mal, das überhaupt in Frage zu stellen, da überhaupt mal drauf zu schauen und zu sagen, Mann, nein, stopp, ja, ich war
immer gutmütig und das ist eine tolle Qualität von mir. Ich war immer offen und das ist eine tolle Qualität von mir. Ich war da, ich war verständnisvoll, aber jetzt reicht es. Ja, ich lasse mich nicht mehr ausnutzen. Meine Liebe, meine Zeit, meine Kraft, meine Nerven, meine Gefühle, meine Ratschläge, mein Alles, mein Sein ist nicht mehr bedingungslos. Und das ist auch gut so. Ja. Klare Positionierung. Ihr ersteht aus der Asche auf und heilt etwas. Also ganz viel Narbengewebe, gar keine Diskussion. Und die Art und Weise, wie diese Narben entstanden sind, war mit Sicherheit brutal. Ja. Aber es macht euch stärker. Bei der Frage liegen bleiben und weggekehrt werden oder aufstehen und selber den Besen in die Hand nehmen und mal ein bisschen säubern im Leben, beantwortet ihr ganz klar mit, ja, natürlich stehe ich wieder auf. Ich lasse mir hier nicht mehr einreden, dass ich nichts bin, dass ich wertlos bin, dass ich nichts kann, dass ich dienen muss, um geliebt zu werden. Das Ende der Selbstaufgabe, liebe Steinböcke. Warum die 5 der Stäbe auf dem Kopf? Der Eremit ist hier auf mich drauf gekugelt. Mal gucken, sieht man alles? Sehr schön. So, 5 der Stäbe auf dem Kopf, der Eremit. Meine Lieben, ihr dreht wem oder was auch immer den Rücken zu. Ihr seid sehr in eurem Gefühl. Schwerterkarten sind Kopfkarten, die liegen hier auf dem Kopf. Das heißt, ihr geht in euer Gefühl, in euer Selbstgefühl, in eure Selbstbestimmung, Bestimmtheit und hört auch auf, hinzuhören, wenn euch jemand irgendwelche Vorwürfe macht oder Schuld versucht zuzuschieben. Ihr habt keine Lust mehr auf Krieg. Ne? Also ihr habt hier Schutzmechanismen in euch eingebaut, die hoffentlich gesund sind. Also ich hoffe, dass ihr nicht ins andere Extrem verfallt von absoluter Offenheit zu, ich lasse gar keinen mehr an mich ran. Aber durch dieses Gefühl, dieses Gespür für euch selber, ja, dieses ja, Selbstgefühl, Selbstliebe, könnt ihr euch vertrauen, dass ihr diese Grenzüberschreiter früh genug erkennt, ja, und da gar nicht mehr viel Energie reingebt. Also ihr sagt, nee, habe ich gar keine Lust mehr drauf, ist mir alles zu anstrengend, zu stressig, ich bin sowieso immer Kanonenfutter, habe ich keine Lust drauf. Der Eremit zeigt an, dass ihr auf dem Weg eurer Bestimmung seid, also wirklich auch, ne, das Rad des Schicksals kann immer Lebensaufgaben, Lernaufgaben, Karma-Geschichten anzeigen. Kommt jetzt hier nicht so richtig durch, aber mit dem Eremiten kriege ich schon so den Impuls, ich kriege vor allem gerade Gänsehaut, kriege ich schon so den Impuls, dass ihr einem Ruf folgt, dass ihr da wirklich einen Haken an eine Sache machen könnt, eine Lernaufgabe abgeschlossen habt und eurem inneren Ruf, eurer inneren Bestimmung viel, viel näher seid als jemals zuvor. Der Eremit zeigt neue Wege an, auch den Rückzug aus diesen Kriegsgebieten hier, ja, von Menschen, die euch immer eure Träume kaputt machen vielleicht, ja, die euch ausnutzen, die euch in Traurigkeit führen, die euch dazu zwingen, vielleicht auch etwas hinter euch zu lassen, was ihr eigentlich ohne diesen Vorfall, diese Menschen gar nicht hinter euch gelassen hättet. Beispiel, ihr habt ein tolles Häuschen gefunden, seid da eingezogen und dann gibt es da diese Terror-Horror-Nachbarn, ja, die euch das Leben wirklich zur Hölle machen, wie in so einem schlechten Film. Und ohne diese Nachbarn wärt ihr in dem Häuschen geblieben. Mit diesen Nachbarn, ja, habt ihr irgendwann gesagt, gut, der Klügere gibt nach, ich ertrage das nicht mehr, ich gehe. So als Beispiel, ein ganz plakatives Beispiel für das, was ich da gerade versucht habe zu beschreiben. Alle Antworten auf eure Fragen liegen bereits in euch und ihr fangt an, sie zu spüren, zu hören, zu leben. Alle Lösungen für eure Herausforderungen und Probleme sind bereits in euch. Die downloadet ihr, weil ihr so sehr im Gefühl seid, im Selbstgefühl, in der Selbstliebe, in der Selbstermächtigung. Ja? Nochmal, ihr steht hier nicht als Zombies wieder auf, sondern als Superhelden, Phönix aus der Asche.
und verbindet euch mit eurem höheren Selbst mehr und mehr, findet dadurch auch mehr Frieden in euch drin und zieht euch wirklich zurück und sagt, okay, lieber gehe ich einen Teil meines Weges alleine, als beispielsweise Single, als gemeinsam einsam zu sein und nachher ja durchgekaut, ausgespuckt und liegen gelassen zu werden, wenn ich nicht mehr dienlich bin. Der Eremit ist auch voller Weisheit und nicht jeden Kampf muss man kämpfen. Vor allem nicht, wenn man erkennt, hoppala, mein Gegner sind Windmühlen. Ja, da seid ihr, da seid ihr inzwischen klug, weise genug, erfahren genug, um zu sagen, nein, ich gehe weiter, ich gehe meinen Weg. Ihr findet einen neuen Weg, der euch natürlich in eine neue Zukunft bringt, ja, in eine Zukunft, in der ihr euch auch selber leben könnt und fühlen könnt und eine Zukunft. Seht ihr hier diese Laterne? Ja, da ist ein Sternchen drin, das ist euer höheres Selbst, das ist das Universum, die geistige Welt. Das ist eine neue Frequenz, in der ihr schwingt. Was bedeutet, dieses Licht zieht Menschen an, die so schwingen wie ihr. Ja, weil ihr diese Lernaufgabe jetzt endlich ad acta legen könnt. Es ist gut möglich, dass ihr mit einem Wassermann oder einem Schützen oder eben, ja, ich habe hier auch Fische, Skorpion, Krebs liegen, dass ihr es damit zu tun hattet. Kann sein, muss nicht. Aber das wäre in der Situation mit der Energie, die hier durchkommt, wären das tatsächlich Zeichen, die gute Lehrmeister dafür sein können, sich selber zu lieben, ja, auch über den Schmerz, leider lernen durch Schmerz, bleibt den wenigsten von uns erspart, aber das könnten gute Lehrmeister sein, gewesen sein für diese Art von Situation in Richtung Selbstermächtigung und Grenzen setzen und euren Weg gehen, ja. Der bleibt nicht lange einsam, das sehe ich hier schon, also da kommen schon neue Menschen auf euch zu, die euch glücklich machen und erfüllen, ja, die gleich schwingen. Für einige gestaltet sich hier ein Umzug auch als sehr herausfordernd, sag ich mal. Oder ein Firmenwechsel, wo ihr nicht sofort Anschluss finden konntet, etc. pp. Und euch erstmal behaupten musstet oder müsst. Ja, aber danach kehrt Frieden ein. Danach respektiert man euch tatsächlich. Meine lieben Steinböcke, ich würde jetzt weitermachen mit der erweiterten Legung. Wenn ihr Kanalmitglied seid, dann findet ihr die erweiterte Legung in der Playlist Kanalmitglieder-Videos. Wenn ihr kein Kanalmitglied seid und die erweiterte Legung trotzdem sehen möchtet, klickt ihr unter dem Video auf die Videobeschreibung. Auf den Link zu meinem Shop, da findet ihr sie auch. Und wenn ihr sagt, auch erweiterte Legung brauche ich nicht, das hier reicht mir als Information, dann klickt am Ende auf die Playlist, die eingeblendet wird, April 2024. Sucht euch da noch euren Aszendenten raus für Gefühls- und Beziehungsthemen Mond und Venus. Dann habt ihr alle Informationen, dann wird ein ganzes Bild daraus, denn wir sind alle mehr als unsere Sonnenzeichen. Für diejenigen, die gleich abschalten, danke. Ja, für eure Unterstützung. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen wollt, freue ich mich sehr. Bin gespannt auf eure Kommentare, was hier los war. Was oder wen ihr da hinter euch gelassen habt. Und wieso, weshalb, warum. Und ja, wünsche euch einen wundervollen April, liebe Steinböcke. So. Wir bitten um weitere Informationen für die Steinböcke für den Monat April. Das Ende der Sorgen ist angezeigt, meine Lieben. Die Neun der Schwerter auf dem Kopf, das sind die ruhigen Nächte, die nicht gespickt sind von Albträumen, ständig aufwachen, sich Sorgen machen, zweifeln, weinen, verzweifelt sein, Schmerz spüren. Ja. Das sind Zeiten, die im April einkehren, sorgenfreier, entspannter. Auch diese Grübelspiralen und
Und Kummerfalten werden nach und nach ein bisschen weniger werden. Ne? Also das ist wirklich ein Prozess, aus dem Schmerz über die Wut, in die Lebendigkeit, in die Entspannung. Und das drückt sich hier mit den 9 der Schwertern aus. Ich gehe auch schwer davon aus, dass